Ich heiße euch herzlich willkommen vor unser Spiel gegen die Freiburger in Freiburg. Haben wir jetzt gezeigt, dass wir Auswärtsspiele können gegen Mainz. Und auch im Rückgang von dem Spiel möchte ich euch nochmal ja, ein paar positive Nachrichten erzählen. Björkan und Nomar sind im Team of the Week gelandet. Sehr, sehr stark, freut mich für die beiden. Björkan ja generell eine Maschine da links außen. Mal schauen, wie lange wir den halten können. Wobei wir es auch bei Martin dachten, beispielsweise im Sommer, auch bei Suat und Toussaint, und die sind alle noch da, weil sie erfolgreichen Fußball spielen wollen. Ibra wurde tatsächlich für Schweden nochmal nominiert. Nach langer Zeit wieder zurück im Nationalteam mit 42 Jahren. Das muss man auch erstmal schaffen. Und wenn Schweden sich dann auch nächstes Jahr qualifiziert für die Euro, wer weiß, vielleicht wird er der älteste Europameisterschaftsteilnehmer. Ich weiß nicht genau, wo der Rekord liegt. Ich könnte mir aber vorstellen, mit 42 ist er ganz gut dabei. Und einen Kandidaten haben wir natürlich wieder, wo ich sagen muss, ah, leider eine unerfreuliche Nachricht. Vinicius weiterhin im Training nicht so ganz der, den ich ihn haben will. Und leider sieht er es ein bisschen anders. Fühlt sich ein bisschen ungerechtfertigt durch die, ja, jetzt schon häufigere Kritik von mir. Allerdings natürlich, wenn ich das Gefühl habe, es kommt beim Spieler nicht an, dann gehe ich halt nochmal hin und lasse ihn nicht einfach laufen. Vielleicht sieht er es anders. Aber gut, konzentrieren wir uns auf Freiburg. Freiburg steht überhaupt nicht gut da. Aber Freiburg, wissen wir auch, die steht zu ihrem Trainer. Das heißt, wir erwarten das 4-4-2 Freiburg. Und wir spielen natürlich im 4-2-3-1. Das wird sich wahrscheinlich erst nächste Woche ändern. Gegen, ja, unseren Lieblingsverein, der nicht mit Ball umgehen kann. Die Gelb-Schwarzen. Aber gut. Wie gesagt, jetzt ist Freiburg dran. Wir sehen uns gleich. Und da sehen wir auch, viel Änderungen gibt es nicht im Vergleich zum letzten Spiel. Die Defensive bleibt genau die gleiche. Auch wenn Gechter sehr, sehr gut gespielt hat. Omar war halt nochmal ein Tick besser. Toussaint und Dardai bleiben auch auf der 6. Nur Lukstein rückt einmal rein für Benz Dardai. Ja, der Junge hat zwar ein super Spiel gemacht. Wir dürfen ihn aber jetzt nicht direkt verheizen, ne? Direkt die ganze Zeit von Anfang an bringen, weil dann kommt er vielleicht wieder in ein Loch, weil er eben merkt, okay, nicht jedes Spiel ist so einfach in der Bundesliga. Deswegen Lukstein kriegt die Chance. Serdar, ich weiß nicht. Erstmal nur Bankspieler aktuell. Aber gut, Podence, Luke Bakio, Ibra, das bleibt auch erstmal vorne drin. Im Moment unsere beste Offensive, denke ich. Ich habe kurz überlegt, ob wir Mekka doch nochmal bringen sollen, aber ich glaube, Ibra hat da, gerade auch gegen Freiburg, das ist dieser Star-Effekt, den der hat, und der wird das Spiel ein bisschen um sich reißen und dann hat auch der Rest mehr Platz. Und ja, trotzdem, die Bank sieht sehr, sehr, sehr gut aus im Moment. Gefällt mir eigentlich für unser Niveau. Da habe ich echt ein paar Jungs, die ich gerne reinbringe. Und die Mainzer, ja, die Freiburger, wie es aussieht im 4-4-2, so deute ich das jetzt mal. Noah Weißhaupt da links außen. Der Linksverteidigerposition, vielleicht ein Kandidat, den wir gleich mal angehen werden. Lasst uns das gleich auch nochmal genau angucken. Ich würde sagen, Leistung nehmen wir mit aus dem letzten Spiel. Lukstein ein bisschen nervös, klar, mit 16 Bundesliga Startelf, das ist natürlich ein Ding. Aber da muss er sich langsam dran gewöhnen, wenn er Profi werden will. Wenn er ein guter Profi werden will. Nach der beeindruckenden Leistung gegen Mainz wollen sie sicher sehen, dass ihre Mannschaft das wiederholt. Das ist klar. Wir haben das Selbstvertrauen in dieses Spiel, werden wir mitnehmen und werden das natürlich so gut wie möglich bestreiten. Und auch wenn es vielleicht ein Klischee ist, entscheidet das erste Tor dieses Spiel. Ist zu jedem Zeitpunkt wichtig, Tore zu erzielen. Ändern wir mal unsere Aussage. Hier seht ihr die Mainzer und tatsächlich Noah Weißhaupt als Linksverteidiger. Das könnte unser ja, Pressing-Opfer werden. So gehen wir rein mit Lukstein als Verbindungsstück zwischen Offensive und Defensive. Und wir schauen uns einmal den Gegner nochmal genauer an. Ich glaube, Noah, der ist eigentlich eher ein Offensiver. Und ich glaube, deswegen wird er defensiv seine Probleme haben. Ja, ganz schwache Entscheidung auch. Das ist. Da geht's ab. Okay. Und ich denke, eigentlich können wir dann sogar auch das Spiel über rechts fokussieren, ne? Kevin, schade. Nehmen wir auch mal in Manndeckung dann. Im Grifo gucken wir auch mal, dass der
nicht viel hier zur Aktion kommt. Ja, die linke Seite der Freiburger, die werden wir so ein bisschen im Auge behalten und hart angehen. Und dann gucken wir mal. Da ist die erste Balleroberung, Potenz. Gut auch, dass Luke Bakio rechts spielt. David Weishaupt sowas von fordern. Vorausgesetzt natürlich, er hat Bock. Das ist immer das Problem bei Luki. Das kann man nicht immer so pauschal sagen. Die ersten 10 Minuten gehören wohl erstmal Freiburg. Gut, die gehören sehr deutlich Freiburg. Buffo. Konterchance. Luke Bakio, schick. Potenz verliert den Ball, dann ist Kevin Schade da. Gut geklärt von Uremovic. Potenz, nächstes Foul gegen Sindia. Der lässt sich da natürlich leicht fallen. Geschenkte. Hä? Schiedsrichter? Hä? Das war doch niemals ein rotwürdiges Foul. Das war nicht mal gelbwürdig. Also, das ist aber sowas von verpfiffen. Was ist das denn? Hilfe. Okay. Passen wir unser Spiel ein bisschen an, klar, Flügel. Wobei er bleibt dann vorne. Luke Stein spielt dann den hier, Toussaint links außen erstmal. Okay. Vorne dribbeln, klar, müssen wir jetzt. Gehen wir trotzdem ins Gegenpressing. Weiß ich jetzt nicht. Also das ist mal wieder, also da mache ich Daniel nicht mal den Vorwurf. Da mache ich ihm wirklich nicht mal den Vorwurf. Weil da bin ich der Meinung, dass das überhaupt nicht an ihm lag, sondern rein am Schiedsrichter. Das war für mich niemals eine rote Karte. Gut geklärt von Uremovic. Ich glaube trotzdem, dass wir auch gegen Freiburg auch in Unterzahl was holen können. Gut von Alderete. Und Björk kann es da. Glückstein haut den erstmal raus. Lang auf Ibra. Der versucht den festzumachen. Toussaint aber noch nicht weit genug mitgerückt. Buffo probiert. Eine Sache, die wir noch machen müssen. Wir müssen das Spiel ja gar nicht mehr so breit machen jetzt. Wir können das ja relativ eng halten. Dann sparen wir uns sogar ein bisschen Laufwege. Dann gucken wir mal, inwieweit wir da jetzt mit den Freiburgern mithalten. Ein Unentschieden ist da schon okay. Wobei ich auch einen Sieg nicht ausschließen würde. Und vielleicht dann auch Zeit für Lukas Mekka, dass man einfach einen schnellen Konterstürmer vorne drin hat. Ne? Oh, Pjörkan. Ja, holt ihn sich zurück, aber bald bleibt bei Freiburg. Die Fehler müssen wir jetzt halt abstellen. Geiler Pass für Grifo. Geil verwertet. 1 in Freiburg. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir haben die fußballerische Qualität, da was zu reißen. Oh, Uremovic auf Ibra. Wow, und jetzt aber Altay. Bisschen unsicher da, was er da gerade veranstaltet. Bisschen wild. Und auch wir sehr, sehr unkonzentriert gerade. Kevin Schade. Gut von Altay. Ein bisschen Konzentration jetzt. Gut von Martin Dardai. Ibra, ja, der hängt da jetzt einfach ein bisschen in der Luft. Das heißt, der ist auch der erste Kandidat dann für eine Auswechslung gleich. Vielleicht schon sogar vor der Halbzeit. Ja, ich glaube, wir machen das sogar jetzt schon. Wir bringen Lukas vorne rein. Aber weil wir jetzt Schnelligkeit da vorne brauchen, ne? Wenn wir ackern und alles, Toussaint sehr gut, kann ihn aber nicht behalten. Da ist immer ein Freiburger zu viel. Schmidt dann, Riesenparade von Altay.
Ich kann mir nur hoffen, dass die jetzt vielleicht auch eine rote Karte bekommen. Oh, schön den Matchplan hingelegt. Überlegt, ja, gehen wir kurz später dann sogar viel über die rechte Seite. Weil da eben Weißhaupt spielt als Linksverteidiger, aber hat es schon erledigt. Danke, Schiedsrichter. Also auch ein sehr witziges Spiel hier. Passieren komische Sachen. Hat mal kurz mal das Momentum auf unserer Seite, aber natürlich klar, viel Freiburg. Die sind jetzt natürlich hier froh, schön von Dardai. Aber ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir ihn vielleicht auch in der Halbzeit rausholen. Nicht, dass wir da noch eine rote Karte bekommen. Schmidt. Gibt die Flanke geklärt. Hiffo. Höfler. Uremovic. Der Schiedsrichter, komm. Oh, Grifo, Allzeit, sehr stark. Sehr gute Parade. Und warum sind unsere Jungs so erschöpft? Was hat denn ihre Nationalmannschaft mit denen gemacht? Gut geklärt und hinterher, Castillo, komm. Okay. 1-0 zur Halbzeit ist okay. Da ist noch alles offen. Mit bisschen guter Leistung. Komm. Trotzdem eine Leistungssteigerung. Ich weiß, das ist schwer. Ich weiß, das ist schwer, aber müssen wir jetzt durch. Rani Kedira oder Suat Serdar? Ich würde Suat sogar bringen. Ich würde Lukstein hier den Ball erobern lassen. Surt. Macht das Spiel. Und auch für Toussaint, das ist halt nicht seine Position. Nehme ich ihm gar nicht übel. Wenn wir Saw nochmal einen schnellen Spieler. Luke Bakio. Dann machen wir es so. Luke Bakio bleibt weiterhin vorne. Saw dann mit nach hinten zum Unterstützen. Dann spielen wir es erstmal so. Eine Wechselpause haben wir dann noch. Da muss ich jetzt dran denken, sonst vergesse ich das wieder. Aber gut, wir gehen halt jetzt full aufs Pace. In der Hoffnung hier schnell. Ja, mit Schnelligkeit einfach kurz einmal zu überrennen, die Freiburger. Und dann passt es. Weißhaupt, langer Ball. Landet bei uns. Jetzt können wir uns vielleicht mal rausspielen. Serdar, nee. Das ist es nicht, Junge. Schöner Pass auf Kevin Schade, der ist halt sau schnell. Man macht 2-0 und Serdar vor 4 Minuten eingewechselt. Direkt mit Ballverlust und wir kriegen das Gegentor. Schade, dass wir so starten, ne? Naja, vielleicht jetzt der Anschlusstreffer. Luke Bacchio. Nee. Da hält er im Spiel. Oh, wieder Fehlpass. Luki holt sich den. Björkan chippt den. Atubolu passt auf. Und das ist unserer. Luke Bacchio, der kann dribbeln. Weißhaupt passt aber gut auf. Uremovic. Castillo, Saw. Er versucht da Mecker ins Spiel zu bekommen, aber der hängt auch ein bisschen in der Luft. Ähnlich wie Ibra, dachte vielleicht wird das besser mit Schnelligkeit. Oh, geiler Pass auf Jeong. 2-0. Gut, jetzt geht es dann wohl um Schadensbegrenzung. Da brauchen wir dann auch nicht mehr groß gucken, dass wir noch Tore machen. Hatte kurz überlegt, ob wir vielleicht zu 6er 1 vorziehen, aber das macht ja jetzt keinen Sinn mehr. Ja, bringen Rani Kedira. Vielleicht auch aufgrund der Kraft einfach. Linus Gechter. Dann gucken wir, dass wir das Spiel einfach so schnell wie möglich hinter uns bekommen. Oh, Luckstein, Junge. Eine rote Karte möchte ich aber nicht noch eine sehen. Junge, Junge, da wird aber das Tackling ging nur für die rote Karte. Didier Höffler. Gut von Uremovic, Castillo. Jetzt mal den Ball behalten. Kedira, sehr gut. Und so, komm, du bist schnell. Junge, das ist Weißhaupt, der kann sich mal verteidigen. Wird auch sehr schwach, was wieder spielen. Pjörkan, den muss er auch haben. Ja, da ist man gewissermaßen dann auch demotiviert.
Wenn man da 80 Minuten in Unterzahl spielen muss, dann sogar noch 3-0 hinten liegt. Verstehe ich absolut. Oh, Castillo kurz vorm Elfmeter. Also da ist viel Frust, glaube ich, jetzt auch mit dabei bei uns. Und es hört nicht auf, die Freiburger spielen weiter nach vorne. Christian, pfeif mal deine Jungs da jetzt zurück. Lass uns doch auf ein 3-0 einigen, das ist ein gutes Ergebnis. Ach stimmt, guck mal, letztes Jahr war es sogar andersrum, ne? Letztes Jahr, wir mit dem 4-1-Sieg, weil Freiburg die rote Karte bekommen hat, haben uns da unten rausgeschossen. Und jetzt schießt sich Freiburg da unten raus, weil wir die rote Karte haben. Ja, dann ist es doch wieder okay. Dann ist es doch wieder okay, dann sagen wir hier, ihr habt uns gerettet, jetzt retten wir euch einmal. Gut von Gechter, komm. Konter, mach wenigstens noch ein 3-1. Luki, du bist schnell, jawohl. Und wir sind in Überzahl sogar. Guck mal, lang, oh mein Gott. Bei so Entscheidungen, oh, da sitzt der Frust aber auch beim Trainer sehr tief. Da wird er lieber selber auf den Platz gehen und den schießen. Luke Bakio, komm, schieß ihn, jawohl, von da. Gefährlich. Er war gar nicht mal so schlecht. Tifo. Bitte nochmal rein, Schlotterbeck. Nee, das ist doch nix. Hör mal. Er kriegt vor Ecke. Jetzt versuchen sie aber auch alles. Also Jungs, jetzt rafft ihr euch mal wieder, ne? So, Kopfballduell gewinnen. Und Konter. Oh Gott. Oh Gott, geht das einfach. Und Freiburg zaubert jetzt. De Jong und Schade da vorne drin. Gut, Schade ist uns einmal weggelaufen, weil er zu schnell war. Die langen Bälle da auf dem Mecker bringen halt auch nicht viel, ne? Gut von Gechter. Der gefällt mir gut. Serdar gefällt mir gar nicht. Und Castillo will sich auch die rote Karte holen. Da ist so viel Frust jetzt dabei. Mecker weiß nicht, wie er zu laufen hat als Stürmer. Also Serdar zeigt mir einfach, dass es richtig war, dass er die letzte Zeit nicht gespielt hat. Finde ich so ein bisschen schade. Boah, Gechter da auch immer versuchen. Oh, Junge, also wir grätschen aber auch ohne Ende. Oh, und dass der reingeht, das ist bitter. Das ist bitter. Gelingt halt jetzt alles bei den Freiburgern. Gute Ballerbauung von Kedira. So, jetzt nochmal. Steck ihn. Ja, Luki. Komm, zeig doch mal was. So, wieder auf Luke Bakio. Mach er ihn. Nee, mach ihn nicht. 4-1 wird so viel schöner aussehen. Ecke, Luki. Kriegen ja nicht mal den Ball noch ein zweites Mal in 16er rein. Das ist schwierig. Vielleicht waren wir auch ein Tick zu offensiv, dass wir weiterhin mit drei Offensiven gespielt haben. Wobei ich glaube, ja, 4-0 wäre es vielleicht nicht geworden, aber die Niederlage, so wie wir uns jetzt präsentiert haben, trotz Unterzahl, hätte es, glaube ich, dann trotzdem gegeben. Jeder Sorge, ja. Geh vorbei, mach das Tor. Acubolu hält den. Ich sage sowas nicht oft, ne, Freunde? Versteht mich nicht falsch. Aber heute lag es hundertprozentig am Schiedsrichter. Mit einer roten Karte in der 10. Minute, sehr stark von Gechter, mit einer roten Karte in der 10. Minute, boah, also da nimmst du so ein ganzes Spiel auseinander. Zum einen war es nicht mal ein rotwürdiges Foul. Und selbst wenn, kann man in der 10. Minute mal noch eine gelbe Karte geben und sagen, hier, nächstes Mal fliegst du. Da musst du nicht nach 10 Minuten direkt rot geben für so ein billiges Foul, wo sich Sildia einfach nur fallen lässt. Na klar, das Foul hat er dankend angenommen. Für mich war es aber nicht mal eine gelbe Karte, sage ich euch ganz ehrlich. Und da ist es natürlich schade, dass dann so ein Spiel, ja, oder dass das ein Spiel generell dann so verpfiffen wird.
Naja. Gestern hat Björkan Uremovic trotzdem sehr stark. Auch Alderete sehr stark. War da ja auch wieder. Castillo, ja, der hatte seine Probleme mit Griffo. Altay ging so. Zenta laut Note dann doch gut. Ich fand es aber leider überhaupt nicht. Kedira auch nicht. Sorge auch nicht. Mecca, klar, als Offensiver war es halt schwer. Das hat auch Ibra gemerkt. Naja, was sollen wir denn jetzt sagen? Ich bin nicht zufrieden. Bin nicht zufrieden. Auch wenn wir die rote Karte hatten, hätte man da doch ein bisschen mehr zeigen können. Man hätte seine Chance machen können, Luki. Man hätte nicht jeden Ball lang vorkloppen müssen, Philipp. Ja, also waren so ein paar Sachen dabei, wo nicht gepasst haben. Castillo, ja klar, der ist wütend. Der ist aber hoffentlich wütend auf sich selbst und nicht auf mich, weil ich habe nicht für ihn gespielt. Er hat das ganz selber zu verantworten. Linus Gechter gefällt mir, haben wir nur das Problem, dass Alderete ebenso stark ist im Moment. Ja, schauen wir mal. Ja, als Linksverteidiger umtrainieren, das funktioniert nicht, weil da haben wir noch Björkan, theoretisch als Rechtsverteidiger, wenn man Uremovic rausstellt. Wobei wir jetzt eh mit Dreierkette spielen, gegen die Dortmunder, dann bietet sich's natürlich wieder an, dann könnte Linus auch mal reinrutschen. Und da müssen wir mal gucken, wie gut das klappt. Ja, aufs Dortmund-Spiel bin ich gespannt. Da freue ich mich. Ne, Dortmund ist immer schön. Wird sehr torarm werden, aber wir werden es schon hinbekommen. So, Ihre Mannschaft erlitt eine schmachvolle Niederlage. Lag an einer Person. Sagen wir jetzt auch mal. Ergänzende Bemerkung. Frag den Schiedsrichter. Richter. So. Hat dieses Ergebnis zu Überlegungen geführt bezüglich Ihrer Herangehensweise? Kein bisschen. Kein bisschen. Was wären wir für ein Coach? So, und ich habe eine sehr, sehr tolle Nachricht für euch. Polenz war nicht der Einzige am Wochenende mit einer roten Karte. William wurde in die zweite Mannschaft geschickt. Und gebeten, da ein bisschen für die Spielpraxis auch zu spielen, vielleicht auch mal zu überzeugen. Ja, hat sich ein Beispiel am Potenz genommen und sich eine rote Karte der zweiten Mannschaft abgeholt. Also so empfiehlt man sich natürlich dann wieder auch zurück in den Kader der ersten Mannschaft zu kommen. Das ist sehr, sehr schön. Freut mich, dass es da einer zu schätzen weiß, dass er eine Chance bekommt, auch wenn es die zweite ist. Gibt ja zum Beispiel den Cezic, bei dem kann er nachfragen. Der weiß, wie man seine Chancen nutzt. Egal, schauen wir auf die Bundesliga. Bremen gewinnt 2-0 gegen Hannover. Union Berlin mit einem 2-1 gegen Mainz, die jetzt wieder ganz unten reinrutschen. Aber Freiburg hat einen sehr guten Schritt unten rausgemacht. Wir bleiben aber 3 Punkte dran, das ist okay. Nächste Woche mit dem Sieg gegen Dortmund sind wir wieder punktgleich. Die haben nämlich 0-0 gespielt gegen Köln, überzeugen da auch nicht wirklich. Gladbach ebenfalls 0-0. Frankfurt 1-1 gegen Stuttgart, lässt da ein paar Punkte liegen, wobei Stuttgart natürlich auch sehr gut unterwegs ist dieses Jahr. Die Leipziger, ja, ein mickriges 1-0 gegen 10 Augsburger, aber Sieg ist Sieg. Das wissen auch die Bayern zu schätzen, die sich gegen Hoffenheim sehr, sehr schwer getan haben. Auf unser Spiel brauche ich nicht groß eingehen. Und die Leverkusen schießen nochmal den HSV ab. Ja, der den FC Schalke macht dieses Jahr. Die wollen direkt wieder runter, schick mit dem Hattrick. Und Leverkusen deutlich auf Champions League Kurs. So sieht's aus. Nächste Woche Borussia Dortmund. Mal gucken, wie wir die. Was wir uns da für einen Matchplan überlegen. Aber ich glaube, das kriegen wir sehr, sehr gut hin. Da habe ich keine Angst. Bis dann, Freunde.